Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone-Kartenchaos-Video. Mein Name ist Rotmac und diese Woche haben wir die Doppelgänger-Konferenz. Tauscht euch auf der Doppelgänger-Konferenz im Gasthaus mit anderen Gestaltenwandlern aus. Wählt eine Klasse, dann stellen wir euch ein Deck aus Gestaltenwandlern und Zaubern zusammen. Ja, dieses Kartenchaos hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Nichtsdestotrotz werden wir auch diese Woche wieder ein Video zusammen bestreiten mit dem Kartenchaos. Modus und dann würde ich sagen, wir wählen uns eine Klasse aus und ja, was haltet ihr davon, wenn wir heute mal den Druiden spielen? Ja, den Druiden spielen wir mal wieder. So, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und würde sagen, los geht's! Malfurion gegen Thrall! Eure Zeit ist gekommen. Ich muss die Wildnis schützen. Gegen einen Schamanen soll es also gehen. Ich wollte gerade Druiden sagen, der sind wir ja selber. Ghost Russ. Ja, okay, ein Russe wahrscheinlich. Und wir haben lebendiges Mana für 5. Wir beginnen übrigens mit 2 Mana-Kristallen, beziehungsweise 3, wenn wir dann am Zug sind, wie ihr sehen könnt. Von daher ist natürlich lebendiges Mana gar nicht mal so übel zu Beginn. Wir haben dann 2 Gestaltenwandler, Zerus, das kann auch sehr gut kommen, von daher lassen wir es so, wie es ist. Und schauen mal, welche Gestalt die Gestaltenwandler hier annehmen. So, wir haben einmal Prinz Taldaram. Kampfschrei verwandelt sich in eine Kopie 3-3 eines Dieners, wenn euer Deck eine Karte enthält, die 3 kostet. Eine Kopie eines Dieners, ich habe aber keinen Diener, von daher draußen muss ich halt warten. So, der Russe ist hier am Stressen. Naja, dann grüßen wir ihn erstmal. Ghost Russ. Und ja, schauen mal, ob er auch so flink ist wie wir beim Spielen. Ja, er schaut sich zumindest die Karten an. Ist schon mal nicht schlecht. Ein Totem, das rauskommt. Ja, okay, ein Spottertotem. Das ist natürlich für den Anfang gar nicht mal so blöd. So, was haben wir denn da? Wir haben hier ein Elementar ausgespielt, haben wir nicht. Von daher müssen wir warten. Alter, du gehst mir langsam auf die Eier, Russe. Du gehst mir so langsam wirklich auf die Eier. Lassen wir mal hier Talnos sprechen. Und dann machen wir einmal hier noch mit den Krallen ins Gesicht von diesem Fisch-Murloc-Totem. Eigentlich ein Murloc oder ist ein Fisch? Das ist ein Murloc, ne? Sollte schon ein Murloc sein. Steinklauentotem. So, und dann, Russe, komm, jetzt kannst du mal was zeigen. Hast du so lange Zeit gehabt, dich zu entscheiden und dann dauert das trotzdem irgendwie Jahre. Mann. Der Russe weiß auch nicht, was er will, ne? Nehmt das! Und da kommt nur schön Schlachtzugsleiter. Ja, bitte. Eine Münze. Und noch ein Totem, oder was? Nein, es kommt noch ein zweiter. Und zwar haben wir hier winzige Beschwörerin. Okay. Na gut, damit kann ich leben. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir könnten hier eigentlich schon mal... Ja. 3x2, 2 wäre gar nicht so schlecht, ne? Machen wir auch. 3x2, 2. Hau mal raus, weil der Rest hier... Ja. Okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Okay, hier Spott wäre nicht schlecht gewesen. 3, 5 und Spott. Dann wären die beiden hier auch tot gewesen. Aber so behalte ich noch länger einen 2-2er draußen. Ist eigentlich ganz, ganz gut so. Und ja, die Karten können sich noch verbessern. Die Gestaltenwandler. Lieber Ghost Russ, komm, bring was. Und da bringt er hier den befallenen Wolf. Und noch ein Totem. Ich hoffe, kein Spotter. Na, sehr gut. Sehr gut, dann können wir mal ein bisschen Platz machen. Erst muss natürlich der Schlachtzugsleiter weg. Das ist klar. Dann haben wir 6 Mana. Was können wir mit 6 Mana machen? Wir könnten zum Beispiel Uralter Magier spielen. Nö. Gelegemutter. Zavas? Nö. Lass mal schön stecken. Oh, ich würde sagen, wir vermehren uns, ne? Wir vermehren uns einfach. Wir machen das so. Und dann lassen wir mal unsere Mana-Kristalle
verschwinden. Jo, machen wir. Sehr gut. Jede Menge Frischfleisch. Und dann gehen wir einfach ins Gefräß. Einfach ins Gefräß rein. Und der Russe weiß schon gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Ne, da haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Schaden draußen. Und er kommt hier mit seinen kleinen Murlocs. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen, das Board füllen mit Murlocs. Und jetzt, ja, jetzt ist die Frage, was willst du? Was willst du tun? Was willst du tun? Er haut mir mal so einen weg. Ja gut, ist nicht so schlimm. Ich krieg die ein neues Mana und könnte jetzt natürlich jede Menge Mana beschaffen. Will aber nicht. Will aber nicht. Ich gehe ihm hier einfach schön in die Fresse rein. Weil ich denke, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, sind wir hier am längeren Hebel. So sieht's nämlich aus. Russe, jetzt musst du dir was einfallen lassen. Entweder pusht er jetzt all seine Diener und dann habe ich verloren. Gut, die leeren Mana-Kristalle kriege ich. Die sind dann wieder voll, wenn ich dran bin. Das ist okay. Jetzt opfert er hier seine ganzen Murlocs. Ist für mich völlig in Ordnung. Auch der Wolf muss weg. Sehr schön. Und dann habe ich wieder 7 Mana, die ich gebrauchen kann im nächsten Zug. Da dürfen wir gespannt sein. Welche Diener habe ich hier zur Verfügung? Und wir sehen, wir haben Schieberin der Kabale. Ein Dämon auf die Hand kriegen wäre gar nicht mal so übel. Ne? Wir können aber natürlich spielen wir hier zerstörerischer Ghoul. Wir machen ein bisschen Platz hier. Ist ja keine Frage, oder? Machen wir mal. Oder Moment, Moment, Moment. Nur nicht übereifrig. Wir nehmen das Wutanfall auch noch mit. Raus damit. Dann so, der gute Troll hier kriegt Wutanfall, der Berserker. Und dann haben wir im nächsten Zug ganz gut Schaden draußen. So sieht's nämlich aus. Jetzt kannst du mal wieder kommen, Russe. Was hast du denn zu bieten jetzt? Da bin ich jetzt wieder gespannt. Da kommt ein Donnerkracher. 4 Schaden. Ist natürlich mit Überladung. 1. Okay. Ich habe immer noch 5 Schaden draußen. Plus hier Sternenfeuer. Was auch wieder 5 Schaden wäre. Also 10 Schaden könnte ich so im nächsten Zug sicherlich machen, wenn er mir jetzt nichts weghaut. Meine Qualen gehen weiter. Da kommt Schwarz. Was? Schwarzwache. Kenne ich gar nicht. Für 6 Mana, 3, 9. Wenn euer Held geheilt wird, wird jedes Mal einen zufälligen feindlichen Dienern ebenso viel Schaden zugefügt. Okay, aber mit Heilen hat er es nicht so. Der Schamane, von daher, geht in Ordnung. Was haben wir denn da? Maligos. Maligos, 4-12. Ja, alles klar. Würde natürlich hier Sternenfeuer pushen bis zum geht nicht mehr. Wäre schon witzig, aber kann ich gar nicht spielen. Hab zu wenig Mana. Dann haben wir hier manische Seelenwirkerin. Nee. Brauchen wir auch nicht, oder? Nein, brauchen wir nicht. Wir haben Waldwolf, Wildtiere haben wir auch nicht draußen, von daher bringt es nichts. Lebensentzug, Blutwurm für 5-4-4. Klingt doch gar nicht mehr so schlecht, ne? Hauen wir das mal raus. So, Sternenfeuer lassen wir erstmal in der Hand. Wir wollen da den Überraschungsmoment vielleicht später nutzen. Und gehen einfach mal so ins Gesicht. So, 9 Leben hat er noch. Und das Spiel dauert dann doch ein bisschen länger, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, dieses Kartenchaos geht dann ziemlich fix. Aber ist klar, man muss sich jede Runde neu einstellen. Man muss die Karten nochmal neu durchlesen und schauen, welche Diener man neu auf der Hand hat. Ja, jetzt ist auch klar, warum der Russe immer so lange hat. Der muss natürlich auch lesen. Jetzt erst, Rotmek, hallo. Ist auch ein bisschen früh für mich hier. 10:50 nachmittags, zu früh. Sonntags, muss man noch dazu sagen. So, was haben wir denn? Er haut sich hier mal den Kopf an. Aber ansonsten... Ghost? Ja? Spiel eines deiner 4 Karten. Nein, er spielt einen Totem. Geht auch in Ordnung mit Spott. Da kann ich natürlich dann mein kleines Bäumchen hier reinrattern lassen. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. So einfach geht das. Das Ding haben wir gewonnen, weil er tut nichts. Ich kann hier die 4 Schaden machen und kriege hier auch noch 5 drauf. Und dann haben wir das. Sehr schön. Ganz einfach. Ja, wie gesagt, eine Guide ist es natürlich nicht in dieser Woche. Wir können hier kein Deck zusammenbauen. Von daher ist es einfach eine Spielerei. Ein bisschen
Aber trotzdem, einmal in der Woche ein Videokartenchaos, das darf schon sein, ja? Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.